So, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Folge Lotus hier auf diesem Kanal. Und ja, ich habe mir mal vorgenommen, jetzt die nächsten Tage mehr Videos mit Virtual Reality zu machen, also VR-Videos hier von unserem Lotus-Simulator. Wenn ich die Technik schon habe, dann muss ich die auch mal wirklich jetzt hier einsetzen. Ich habe das gemerkt, die hat ganz schön nachgelassen in der letzten Zeit. Und ja, von daher habe ich mir jetzt vorgenommen, auf der Karte Diorama werden wir uns jetzt mal alle Straßenbahnen anschauen, die es so aktuell gibt, ja, die man hier, also die ich aktuell so habe, die mal jetzt hier so in VR abzuklappern. Ich hoffe, ihr seid damit bei, einfach mal so eine kleine Runde hier drehen, hier auf der Karte Diorama und mal schauen, ja, wie das Ganze so läuft und mal gucken. Ich bin ja gespannt, ob das nachher denn alles mit dem Multiplayer so funktioniert. Wir sind ja letztens mit dem R2.2b gefahren in München und da hatte das ja eigentlich relativ gut geklappt mit der VR-Brille nach dem letzten Update. Und von daher dachte ich mir so, okay, dann musst du dir jetzt mal langsam sicher mal die anderen Straßenbahnen dementsprechend auch anschauen. Ich glaube, den KTVD hat man tatsächlich auch schon in VR hier auf ÖPNV, bin ich mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher. Und das Ganze jetzt auszuräumen, werden wir jetzt die ganzen Videos jetzt dementsprechend halt so aufnehmen mit VR. Ja, wenn ihr das nicht sehen könnt, das könnte ein bisschen Schwummrigkeiten bereiten, ja, weil ich mich doch so ein bisschen umgucken muss und so, ne. Wird es wahrscheinlich für den einen oder anderen ein bisschen hart werden, das zu gucken. Ja, nur schon so als kleine Vorab-Info. So, ich sehe halt einfach gar nichts. Das ist mein Problem, ich weiß nicht, wo mein Mikro ist. Okay, ich würde sagen, wir springen mal rein hier in unserem GT6N und werden das Ganze dementsprechend mal so ein bisschen aufrüsten und schauen einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe jetzt auch hoffentlich mit Ton. So. Ja, die Karte, die Rama, ne, ist natürlich hier das Vorbild. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das sehe ich hier gar nicht. Ne, das sehe ich jetzt gar nicht. Jetzt habt ihr mal kurz ein schwarzes Bild hier. So, was können wir denn hier als Routennetz hier? 128.1 von Buchenstraße nach Buchenstraße. Muss man mal gucken, wo ist denn die Buchenstraße? Das ist Bobsa. So. So. Buchenstraße. Also ihr seht auch, ne, das funktioniert ja auch alles in VR, ne? So, ich habe mich hier mit diesen Haltestellen noch nie auseinandergesetzt. Was bist du? Hier ist die Buchenstraße, alles klar. So, also ist das Ganze jetzt dementsprechend 128.1. Alles klar. Dann. Falsche Route. Alles klar, dann müssen wir das mal neu machen. Och ja. Ist doch okay. So. 128.1 von Buchenstraße nach Buchenstraße. Aber es gibt auch wohl die 113.1. So. 113.1. So. Da sollte es jetzt geklappt haben. Ach, das ist immer eine. Wo ist dann meine Maus hier schon wieder? So, hier haben wir 113 Ring. Naja, passt schon. So. Sperberstraße. Mann, sogar mit Ansagen. Nicht schlecht. So, okay, werden wir mal vorziehen und werden dann mal hier unsere kleine Runde drehen. Ich will mal gucken. Ähm
Also das mit der Maus, das ist mega anstrengend. Wenn du da auch noch zwei Bildschirme hast, ich weiß nicht, ich sehe nicht, ob da ein Ton ist. Na gut, wird schon sein. Hier ist auch noch eine Haltestelle. Und dann kommen wir hier an, in der Buchenstraße. So, alles einsteigen. Also das funktioniert wunderbar mit VR. Die Performance ist halt noch nicht super. Das muss man aber auch dazu sagen, es liegt jetzt, musste ich jetzt so unbedingt an Lotus liegen. Es kann auch mittlerweile schon der CPU sein, der schon seine 3-4 Jahre auf dem Buckel hat. Aber sonst muss man ganz ehrlich sagen, läuft das eigentlich relativ gut, ja. Das mit Virtual Reality, also es ist ein ganz anderes Feeling, als wie wenn du halt nur so vor dem Monitor hängst und das Ganze dann halt so runterrattest, wie Omsi oder Zusi oder sowas, ne? Wenn du die Brille auf hast, das ist einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl. So, hier sitzt man drinnen, ne? Linie 113, Ring. Und ja, sonst können wir hier uns natürlich dementsprechend hier auch richtig umschauen. Und das ist halt alles wirklich knackscharf. Also das muss man wirklich mal lassen. Also Lotus wäre hier auf jeden Fall der absolute Vorreiter für Virtual Reality in einer großartigen Simulation hier tatsächlich. Also ich bin gespannt. So. Natürlich muss man auch mal gucken, wie es dann wirklich bei den großen Karten denn läuft, eventuell. Kurve. Sperberstraße. So, und die Türen auf. Sperberstraße. Ja, ich gehe mal davon stark aus, dass es jetzt die reizende Stimme von Janine war. Denn die nächste Haltestelle klang nämlich sehr männlich. Also kann man davon ausgehen, dass das denn die Stimme von Marcel ist. Ja. Ich war ein Entwickler natürlich von Lotus. Ist mir voll gar nicht aufgefallen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin hier auch nie mit Route gefahren oder sowas, ne? Also, warum auch? Aber sie bietet sich halt so für Testfahrten absolut an, ja. Und ja, nächste Haltestelle. Ah ja, hier sieht man es, ne? Also ihr merkt ja selber, also ich nehme das wirklich direkt aus der Brille auf, ja? Also wenn ihr hier so Verzögerungen drin habt oder sowas, dann steht auch bei mir tatsächlich mal ganz kurz das Bild. Also so ganz reibungslos ist es nicht, ja? Also ich habe hier die GTX 1080 drin, sollte eigentlich VR-Titel jetzt eigentlich so gut wie möglich unterstützen. Viele Spiele funktionieren tatsächlich auch wunderbar. Also diese großen Blockbuster-Titel, die es ja so gibt für VR, sind ja leider nicht so viele. Ist ja meistens immer nur so ein Indie-Schrott. Muss man sagen,
hängt es immer noch so ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist hier alles Early Access. Ja, das dürft ihr halt immer noch nicht alles. Das ist immer noch nicht Final Status hier. Ja, das wird auch noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Und so wie ich es halt auch immer wieder sagen kann, so wie ich es schon so oft im Livestream gesagt habe, also die Performance-Schübe kommen dann erst zum Ende der Entwicklung. Wenn das ganze System erstmal steht, dann werden da natürlich dementsprechend, denn die wird ein bisschen aufgeräumt und dadurch kommt die Performance dann. Ne? Also von daher darf man hier noch nicht allzu viel auf die Goldwaage legen. Viele vermuten aber halt so, dass es noch schlimmer werden wird, wenn KI-Verkehr da ist und Multiplayer da ist und wenn einfach alles da ist. Ja? Das könnte dann nochmal ein bisschen an die Performance hin. Das muss man sehen dann halt wirklich. Ne? Also je nachdem, wie man jetzt das praktisch dann gut entwickelt. Da kann man natürlich viele grobe Fehler und alles was schon schnell identifizieren, dementsprechend auch rausnehmen. Da muss man jetzt halt wirklich abwarten. Also ich sage halt immer wirklich, ich finde das so mit dem Schatten ziemlich cool da. Ich wusste gar nicht, dass das in der VR-Brille auch schon dargestellt wird. Bobsa. Das war schon wieder eine andere Stimme. Ja, jetzt seid ihr natürlich gefragt. Jetzt könnt ihr mir mal ein bisschen hier auf die Sprünge helfen. Wer war denn das jetzt? Also ich kenne ja nun auch nicht alle aus der Riege, ja. Ich meine, dadurch, dass das ja ihre eigene Karte ist, ne? Wo sind die Straßenbahnsignale? Also. Hä? Hätte man ja ruhig noch mit einpflegen können hier schnell. Wir fahren jetzt, also eigentlich könnten wir wahrscheinlich jetzt hier mal drehen, ne? Ohne irgendwelche Signale zu beachten oder sowas. Naja. Oh. Ein bisschen schärfer hier alles. In der Brille. So, und die Türen auf. Und dann haben wir ja schon wieder fast eine Runde gedreht hier mit Virtual Reality. Also es ist ein cooles Feeling. Ich freue mich so drauf, ja, wenn nachher natürlich ja nicht nur Straßenbahn verfügbar ist, sondern auch die ganzen anderen Sachen, ja, Bus zum Beispiel oder jetzt auch mit dem Rails-Modul, ist ja nicht nur Straßenbahn möglich, sondern sind ja auch man kann ja auch schon andere Sachen damit ja basteln, aber aktuell ist halt für Straßenbahn. Also das könnte schon ziemlich cool werden. Wie gesagt, zumal Lotus halt wirklich alleine da steht mit Virtual Reality. Die andere herausragendste Simulation mit VR ist natürlich noch X-Plane. Ja, müsste man sich eigentlich auch mal anschauen mit VR. Kirschbaumallee. Also weiß ich nicht mehr, wer die Stimme von Rüdiger jetzt war, ne? Also, ich glaube, das waren jetzt drei verschiedene Stimmen, ne? Männerstimmen. Also, ne, Janine sollte man rausgehört haben, ne? Aber die drei Männerstimmen, da wüsste ich jetzt, da könnte ich jetzt nicht mehr irgendwem zuordnen. Kove? Was war da noch? Bobser. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr das Ganze ja auflösen, denn schreibt das in die Kommentare, deckt das mal ein bisschen auf hier, damit man auch mal so ein bisschen Stimme hat von demjenigen. Ich gucke, das kann ja auch, wahrscheinlich wird da auch irgendeine Stimme von Captain Unbrauchbar dabei sein, würde ich mal stark vermuten. Aber wie gesagt, also da dürfte mich jetzt nicht fragen. Also ich bin da so ein bisschen Mr. Nichtswissend. Und damit erreichen wir unsere Endhaltestelle. Buchenstraße. Das ist schon wieder ganz andere Stimme gewesen. Oh Gottes Willen. Jetzt werde ich gelünscht, weil ich die Stimme nicht wieder erkenne. Glaub mal. Aber ihr werdet mir wahrscheinlich schon berichten, wer ist. Also die vier Männer stimmen halt. Ne, denn.
klärt mal den doofen Bio auf hier. Wer da wer ist. Ja, also das war hier die Ringlinie von der Karte Diorama mit dem GT6N. Und ihr habt gesehen, also in VR macht das schon echt Spaß. Also das ist schon ein richtig cooles Feeling. Ich hoffe so unglaublich daran, dass Lotus weiterhin an dieses Future festhält und das Future weiterhin ausbaut. Ja. Es ist ja hier noch geplant, dass es hier irgendwann möglich ist, dass das Ganze natürlich dann auch mit den Touch-Controllern unterstützt wird. Ja, also das wäre eine ziemlich coole Sache. Jetzt kommt natürlich in naher Zukunft natürlich die neuen Brillen raus. Also HTC hat natürlich seine geupdatet mittlerweile. Valve hat jetzt mittlerweile seine eigene Brille. Dann gibt es ja hier diese Mixed-Brille. Weiß ich gar nicht, ob die unterstützt wird. Oculus kommt jetzt mit seiner nächsten Brille raus und hoffen natürlich, dass das Ganze hier dementsprechend weiter unterstützt wird hier mit Virtual Reality. Auch wenn es natürlich richtig teurer Scheiß ist hier, ohne Wenn und Aber. Trotzdem, der eine oder andere hat es, ne? Und der möchte dann natürlich, wenn er diese Möglichkeit hat, hier das Ganze hier in VR zu spielen mit Lotus, natürlich nicht mehr missen. Ja, also es wäre natürlich schon echt eine coole Sache, wenn Lotus an diesem Future wirklich weiter festhält und das Ganze nicht irgendwie so, ja, so als Abfallprodukt irgendwie nebenher laufen lässt. Also das würde ich persönlich sehr, sehr begrüßen, denn wie gesagt, also es gibt halt keine vergleichbare andere Simulation, die VR bietet halt. Ja, wie gesagt, außer X-Plane, aber das ist ja ein ganz anderes Simulationsgenre eigentlich. Ne, aber so in den Nahverkehr oder sowas, so Zusi oder Omsi oder sowas, bietet halt das alles nicht. Also das wäre eine relativ geile Sache, wenn das halt weitergeht hier mit VR und Lotus halt. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile jetzt ist schon Hirn weg. Wäre auf jeden Fall eine richtig geile Kombo. Ne? Also das könnt ihr ja gerne mal so in die Kommentare posten, was ihr davon haltet. Ne? Ja, ich weiß, VR ist nicht teuer. Wir wollen uns jetzt nicht über den Preis von VR unterhalten. Aber wie ihr so dem Future halt praktisch steht mit Virtual Reality. Ne? Das könnt ihr ja gerne mal so in die Kommentare posten. Irgendwann werden auch diese VR-Brillen deutlich günstiger sein, dass jedermann sich die kaufen kann. Ja, damit würde ich mich auch schon verabschieden hier von unserem Video. Wir werden uns im nächsten Video uns eine weitere Straßenbahn hier in VR anschauen. Ich würde auch sagen, wir bleiben auf der Karte Diorama einfach. Ne? Da, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die beste Methode, um das Ganze hier in VR dementsprechend halt auch aufzunehmen. Ich verabschiede mich hier, wenn euch das Video gefallen hat. Like nach oben, freue ich mich drüber. Und wir sehen uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht, mit einer weiteren Folge Lotus hier auf unserem Kanal. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.